Hallihallo, heute zeige ich euch, wie man mit Skripus einfach einen Text bearbeiten kann. Wir legen einfach sofort los. Also wir öffnen hier bei Datei etwas Neues, eine neue Seite. Es ist eine einzelne Seite und die Größe ist A4, die Ausrichtung ist Hochformat und dann nur eine Seite haben wir momentan. Dann drücken wir auf OK. Und jetzt legen wir einfach los. Wir fügen einfach die Objekte, zum Beispiel einen Textrahmen oder einen Bildrahmen. Wir beginnen einfach mit dem Textrahmen anzufügen. Jetzt haben wir einen Textrahmen hier schon angefügt mit der gedrückten Taste, rechte Taste. Dann holen wir ein Beispiel Text. Dann drücken wir auf OK. Den Text haben wir schon. Und hier auf der rechten Seite, wo Sie Eigenschaften sehen, dann könnten wir einfach auf Text drücken und unseren Text einfach bearbeiten. Zum Beispiel die Schriftart können wir hier bearbeiten, einfach ändern, wie wir das haben wollen. Sie sehen schon, was wir schon damit machen könnten. Also wir haben verschiedene Modelle hier und Sie sehen schon, die Schriftgröße können Sie einfach hier ändern. Und die Zeilenabstände könnten Sie auch hier anstellen. Und die Ausrichtung können Sie entweder links zentriert oder rechts oder als Blocksatz haben. Also wir lassen einfach in der Mitte. Die Farbe und Effekte können Sie auch hier anstellen. Sie könnten zum Beispiel den Text in blaue, in diese Farbe oder rot haben. Also in verschiedene Modelle. Sie können auch den Text einfach unterstreichen lassen. Und die Position können Sie auch ein bisschen umändern, maximal Höhe, einfach Akzenthöhe oder mit Zeilenabstand. Also wir lassen einfach, wo es war. Und die Spalte, mit der Spalte können wir auch ein bisschen rumspielen. Also wir könnten zum Beispiel eine Spalte oben erzeugen, links oder rechts oder unten auch erzeugen und links auch und rechts auch. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Also, und wir können auch einfach den Hintergrund auch bearbeiten. Also wir nehmen an, dass wir zum Beispiel diese Farbe hier nehmen und dann haben wir schon, oder diese Farbe hier oder die schwarze Farbe können wir auch. Und wir könnten nicht nur einen normalen Hintergrund haben, sondern entweder diagonal mit gemischten Farben. Also in zwei Farben können wir einfach mischen und dann gucken wir mal, wie wir das einfach erzeugen können. Sie sehen schon, was wir hier machen. Also Sie können verschiedene Modelle einfach so haben. Wie Sie sehen. Ja. Und einfach drauf drücken und mischen, wie Sie wollen. Und wir haben hier verschiedene Farben, die Sie auch benutzen könnten. Also einfach rumspielen und einfach probieren, wie es euch so gefällt. Ihr könnt auch diese Farbe hier nehmen und einfach rumspielen. Also immer weiter rumspielen und dann könnten Sie einfach etwas Tolles erzeugen, wie Sie da sehen auf der rechten Seite. Und Sie können auch mit der Deckkraft einfach so ein bisschen rumspielen, damit man besser sehen kann oder erhöhen. Sie sehen schon, was wir damit machen könnten. Und Sie können auch hier ein bisschen den Ton weg runter machen oder erhöhen. Also es gibt verschiedene Arten, wie Sie das erzeugen könnten. Und Sie können auch dazu an Form verpassen und ich zeige euch, wie man vielleicht an Form. Momentan haben wir diese Form hier. Wir können einfach einen Kreis auch haben. Wir können auch in eine andere, sehen Sie, was wir erzeugen, oder Fallsymbol, Fußdiagramm auch. In Fußdiagramm auch haben wir verschiedene Modelle. Entschuldigung. Sie können auch so erzeugen. Oder also sehr, sehr verschiedene Modelle haben wir. Also Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und wir können auch, ich möchte auch zeigen, wie man auch ein Bild dazu anfügen kann. Also wir holen erstmal ein Bildrahmen und dann fügen wir einfach irgendwo hier hin. Und dann mit der rechten Taste drücken wir da und laden einfach den Text, laden einfach den Bild und dann gucken wir mal, wo wir zum Beispiel ein Bild hier haben. Also, und dann gucken wir mal, es dauert ein bisschen, zum Beispiel dieses Bild hier können wir einfach da laden. Und die rechte Taste drücken Sie, um Bildrahmen anpassen oder
Rahmen ein Bild anpassen. Und dann sind wir schon fertig. Sie merken schon, dass wir den Text einfach hinter unser, das Bild hinter dem Text ist. Wir können einfach hier, wo Bild ist, draufdrücken und erzeugen, dass wir entweder skalieren oder Bildeffekte haben könnten. Also wir können ein bisschen die Effekte hier, Kurve und alles. Dann drücken wir hier, dann mit der Kurve können wir sowas erzeugen. Sie sehen schon, was wir damit erzeugen könnten. Und dann können Sie so Ihr Bild einfach so verändern. Und wenn Sie fertig sind, dann drückt einfach auf OK. Ihr könnt einfach auch die Farbe vom Hintergrund einfach so verändern. Sie sehen schon, also man kann wirklich damit tolle Sachen erzeugen. Und man kann auch den Text umfließt den Rahmen erzeugen. Einfach nicht den Text einfach lassen, dass den Text einfach, Sie sehen schon, was wir erzeugen. Und ich hoffe, euch geholfen zu haben. Ich freue mich auch, das nächste Video mit euch zu teilen. Und wünsche mir, dass Sie wirklich mich abonnieren können.